Dann ja, fange ich mal an. Webinar die Niederlande Corona Update. Ich habe da geschrieben im Untertitel Stand der niederländischen Wirtschaft im Sommer 2020. Ja, vor allem Wirtschaft. Wir haben im Mai auch ein Corona-Webinar in Zusammenarbeit mit dem DRK-Tag organisiert. Damals zusammen mit meiner Arbeitsrecht-Kollegin Ulrike Tudika. Sie ist jetzt nicht dabei und ich bin kein Jurist. Also ich bitte um Verständnis, dass ich nicht zu viel über die juristische, arbeitsrechtliche Seite erzählen werde. Das wäre auch nicht gut und fair und auch nicht gut für die Unternehmer, denke ich, wenn man irgendwie eine Beratung von einem Nichtjuristen bekommen würde zu diesem Thema. Also ich fokussiere auf die wirtschaftliche Seite. Und dabei geht es genau um den Stand im Moment, aber auch mal um einige Erwartungen in den kommenden Quartalen, sogar in den kommenden ein, zwei Jahren bezüglich der niederländischen Wirtschaft. Kurz zu meiner Person. Ich arbeite bei der DRK seit 2011. Er ist als Personalberater seit 2016 in der Absatzberatung. Und bin einer von ungefähr 40 Mitarbeitern bei uns. So ungefähr die Hälfte ist deutsch, die Hälfte ist niederländisch. Ich bin Niederländer und arbeite von Den Haag aus, wo es im Moment, glaube ich, auch 30 Grad ist, wie bei Ihnen am Niederrhein. Und bin auch regelmäßig in NRW unterwegs. Das Programm sieht folgendermaßen aus. Ich werde nicht zu viel über die DRK erzählen. Ich meine, nicht so viel Werbung für uns machen. Da es geht jetzt nicht unbedingt um die Deutsch-Niederländische Handelskammer. Aber ich denke, es ist doch gut, ist, wenn ein paar auch mal etwas mehr über uns erfahren, obwohl ich auch ein paar bekannte Namen schon bei den Teilnehmern gesehen habe. Fokussieren werde ich vor allem den zweiten und dritten Teil. Die DRK ist die offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft in den Niederlanden. Zurzeit ungefähr 1500 Mitgliedsunternehmen. Die sind stolz darauf. Ist auch eine schöne Entwicklung gewesen in den letzten 10 Jahren. Als ich anfing 2011, gab es ungefähr 850 Mitgliedsunternehmen. Jetzt ungefähr 1500, auch schön verteilt zwischen den beiden Ländern. In Deutschland ist ungefähr ein Drittel, 30% ungefähr, ist in NRW ansässig. Also das zeigt natürlich auch die starke wirtschaftliche, die starken Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Wir haben drei kleinere Büros in Deutschland. Also wie gesagt, unser Mann in Düsseldorf, unsere Frau in Berlin, unsere Frau in Frankfurt. Auch das ist wichtig für Unternehmer aus beiden Ländern. Das zum Thema DNRK. Zeige Ihnen erstmal noch als kurzer Rückblick einige Zahlen aus dem Frühjahr, März bis Mai. Wir sind jetzt wieder schon in August. Aber ich denke, um besser zu verstehen, was in Holland passierte, in den Niederlanden passierte, ist gut, dass wir auch mal auf diese Zahlen fokussieren. Da sehen Sie hier, dass Ende März, Anfang April ein sehr starkes Wachstum bei den Krankenhausaufnahmen zu sehen war, was dann schon wieder in Richtung des Monats Mai schon deutlich niedriger wurde. Aber Panik wäre übertrieben, das zu sagen, aber große Sorgen gab es bestimmt in diesem Bereich. Hier sehen Sie den Trend der Intensivpflege. Da war es vor allem sehr kritisch, weil die Niederlande Anfang des Jahres ungefähr 1150 Intensivpflegebetten hatten. Und hier sehen Sie, dass es deutlich Anfang April mehr als 1150 Patienten gab. Das heißt, sehr schnell wurden neue Betten, salopp gesagt, installiert. Das sind auch mal ein paar Patienten gewesen, so ungefähr 50, 60, die in deutschen Krankenhäusern aufgenommen wurden. Und wenn Sie hier den internationalen Vergleich sehen, wo Deutschland ganz in rosa Farbe unten steht und die Niederlande logischerweise mit Orange, da sah es kritisch aus, obwohl es natürlich in anderen Ländern, Spanien hier gelb, in Gelb und Italien in Grün,
schlimmer aussah. Aber die Sorgen waren da, März, April, Mai. Und ja, hier sehen Sie auch deutlich, dass das dann in Richtung August sehr deutlich verbessert war, wo Sie hier rosa noch einigermaßen sehen können, welche Niedrigschwellen und wie viele Niedrigschwellenpatienten es in Deutschland gab. Also das ist so quasi der letzte Stand. Jetzt ist die Zahl der Infizierungen wieder gestiegen. Die Zahl von Krankenhausaufnahmen noch sehr bescheiden. Die Frage ist natürlich, wie sich das in den kommenden Wochen, und da meine ich wirklich die kommenden, in den kommenden 2, 3 Wochen entwickeln wird. Kann ich Ihnen als Nicht-Mediker natürlich nicht sagen. Die Sorgen gibt es da. Hier sehen Sie den aktuellen Trend bei den Infizierungen. Vor allem bei Jugendlichen, das heißt so zwischen 20 und 35 Jahre alt. Und die Sorgen sind natürlich da, weil natürlich 20er und 30er auch wieder Kontakte haben zu 50ern und 60ern, Opas und Omas. Und es sieht so aus, dass bei den meisten Infizierungen es nicht unbedingt zu Krankenhausaufnahmen kommt. Sicherlich nicht zu den Todesfällen, die es im Frühjahr gab, wo die Niederlande ungefähr 6.000 Tote hatten, Corona-bedingt. Informell wird mal gesagt, wahrscheinlich eher 10.000. Und formelle Zahlen liegen dabei ungefähr 6.000. Ja, gesellschaftlich hatte es große Konsequenzen, obwohl wir nicht einen Lockdown hatten wie in Spanien oder Italien. Hier wurde vom Anfang an auf Englisch auch gesprochen von einem Intelligent Lockdown. Das heißt, die Regierung hat viel kommuniziert, aber hat auch deutlich auf die Eigenverantwortung der Bürger gewiesen. Und das Phänomen Social Distancing war sehr, sehr wichtig. Bei uns bedeutet es noch immer 1,5 Meter Abstand, in Deutschland meistens 2, in Frankreich, Italien meistens 1 Meter, haben wir uns 1,5 Meter. Es gab Schulschließungen ab dem 6. März. Die haben ungefähr 2 Monate gedauert bei den Grundschulen. Bei den Oberschulen hat es etwas länger gedauert. Nächste Woche werden die ersten Schulen wieder anfangen im Norden des Landes und in der Region Amsterdam. Keine Quarantänemaßnahmen wie in Südeuropa, aber wie gesagt, eine seriöse Bitte an die Bevölkerung, um das Social Distancing zu respektieren. Das war anfangs nicht einfach. Hier sehen Sie noch ungefähr eine Woche nach den ersten Maßnahmen gab es doch noch relativ viele Menschen, 30 Grad natürlich nicht am 21. März, aber ganz noch viele Menschen, die doch gedacht haben, ich kann noch rausgehen, ich kann zum Strand, es ist nicht so ganz viel los. Da haben natürlich bei den sehr schlechten Trend Ende März, Anfang April sehr viele Krankenhäuser auch gesagt, das geht nicht, Leute sollen so viel wie möglich zu Hause bleiben, von zu Hause aus arbeiten. Sagen wir mal, schnell in den Supermarkt gehen, Einkäufe machen, wieder zurück und nicht informell am Strand rumlaufen. Das hat zu Verbesserungen geführt, auch nach, sagen wir mal, verbalem Eingreifen einiger Minister, wie auch seitens des Justizministers zum Beispiel, die einfach gesagt hat, das ist nachlässig, lakonisch und asozial. Und dann natürlich, wie man das in Holland meistens macht, hat er auch geduzt, nutze deinen Verstand, Leute, denn dies kostet vielen das Leben. Später waren die Strände dann wieder leer. Ab Mai, Juni und sicherlich ab dem 1. Juli gab es dann schrittweise eine Rückkehr zur Normalität. Obwohl es noch immer Branchen gibt, wo man nicht behaupten kann, dass es dort wieder eine Normalität gibt. Das ist in anderen Ländern auch der Fall. Aber es bleibt teilweise kompliziert, vor allem in der Gastronomie- und Kulturbranche, sicherlich auch in der Eventbranche. Obwohl wir nicht so ein ganz wichtiger Eventorganisator sind als Auslandshandelskammer, haben wir auch Veranstaltungen absagen müssen, neu organisieren müssen, teilweise ja, das Digitalisieren, Webinarisieren müssen.
Und im Moment ist zum Beispiel beim Profifußball noch ziemlich undeutlich, wie sich das weiterentwickeln wird. Wobei vor allem in den kleineren Fußballstadien das wahrscheinlich zu ganz, ganz niedrigen Publikumszahlen führen wird. Bei den größeren können wahrscheinlich 3.000 bis 5.000 teilnehmen oder ins Stadion gelassen werden. Aber da gibt es noch Unsicherheiten. Es wird noch immer sehr viel zu Hause gearbeitet. Also die schnelle, sagen wir mal, Digitalisierung oder das Phänomen vom Homeoffice ist eigentlich in einigen Monaten komplett normal geworden in vielen Branchen. Auch bei den Ministerien hier in Den Haag wird noch sehr, sehr viel zu Hause ausgearbeitet. Gut, das ist ein kurzer Rückblick, den ich Ihnen doch mal zeigen wollte, damit Sie auch besser verstehen, hoffentlich, was die Konsequenzen waren. Vor Corona, wie übrigens noch immer, waren die Niederlande der zweitstärkste Handelspartner Deutschlands, nur knapp hinter der Volksrepublik China und vor den Vereinigten Staaten. Diese Rolle hat sich nicht geändert. Spannend wird es natürlich, wie die Zahlen insgesamt für 2020 sein werden, für alle Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Ausland. Das wissen wir wahrscheinlich Ende von Quartal 1, vielleicht Quartal 2, 2021. Die Niederlande sind ein Standort für viele internationale Firmen, teilweise mit niederländischen Wurzeln, teilweise aus dem Ausland. Da gibt es hier auch Logos, die Sie vielleicht erkennen. Andere sind vielleicht weniger bekannt bei Ihnen. Für ein Land mit ungefähr 17,3 Millionen Einwohnern gibt es relativ viele internationale Firmen. Das hängt auch zusammen mit der Logistikrolle sozusagen der Niederlande natürlich als Logistikdrehscheibe mit noch immer dem größten Hafen Europas. Ich glaube, weltweit Nummer 10, der Rotterdamer Hafen. Aber auch Amsterdam an vierter Stelle ist ein wichtiger Hafen. Und die Rolle des Flughafens Amsterdam wird meistens auch unterschätzt, weil die Stadt selber ist auf europäischer Ebene nicht so ganz groß mit 850.000 Einwohnern. Aber wie gesagt, der Flughafen ist der drittgrößte Fracht- und Passagierflughafen Europas. Auch bei der Binnenschifffahrt sehen Sie eine sehr starke niederländische Rolle. Und in den letzten 10 Jahren sind auch die Distributionszentren sehr, sehr wichtig geworden. Vor allem im südlichen Raum, im Raum Venlo, aber auch in der Provinz Nordbrabant, an der A58, bei vielen Deutschen besser bekannt als die Autobahn nach Seeland zum Strand. Aber da gibt es auch sehr viele Distributionszentren, amerikanische und asiatische Unternehmen und auch natürlich niederländische Unternehmen. Salopp gesagt, es gibt Gewinner und Verlierer der Krise. Und das ist nicht so sympathisch, das so zu sagen. Es ist natürlich nicht so, wie Amerikaner mal sagen, dass Erfolg eine Entscheidung ist. Also ob Verlust auch eine Entscheidung wäre. Aber ich habe es in dieser Präsentation mal so genannt. Sicherlich natürlich im Quartal 2 gab es kaum Flugverkehr. Ich glaube, es war in Amsterdam 5% von der Gesamtkapazität. Auch beim Containerverkehr einen sehr, sehr starken Rückgang. Die Supermärkte haben ein ganz gutes Jahr. Auch neue Initiative oder relativ neue Initiative wie Picknick, ein niederländisches Unternehmen, das jetzt auch in Nordrhein-Westfalen immer mehr sichtbar ist, immer aktiver wird. Jetzt mit Standorten, glaube auch in ihrem IHK-Bezirk. Ruhrgebiet und im Rheinland haben die Supermärkte ganz einfach im Quartal 2 und wahrscheinlich auch 3 gutes Jahr gehabt. Ich habe schon ernannt, Gastronomie sehr, sehr, sehr viel Problem. Booking mit der Zentrale in Amsterdam wird wahrscheinlich 25% weltweit, 25% des Personal kündigen müssen. Und die Frage ist noch, wann das wieder stabilisiert wird. Die Hotels in Amsterdam haben sehr, sehr deutlich
gespürt, dass natürlich im Tourismusbereich eigentlich ab März nicht viel los mehr. Leider. Also für die Stadt Amsterdam, wo Tourismus und wo der Flughafen so wichtig sind, hat die Krise schon große Konsequenzen gehabt. Und ja, da ist auch die Frage, wie sich das weiterentwickelt im dritten und vierten Quartal. So sahen die Einschätzungen aus, so rund um Mai, Juni. Welche die Rabobank, einer der drei Großbanken in den Niederlanden. Man erwartete eigentlich Rückgang 2020 oder Ende des Jahres und dann grundsätzlich zwei Wachstumsszenarien. Aber wie Sie ja auch wissen, das ist noch undeutlich, wie sich das genau entwickeln wird. Und deshalb habe ich auch ein paar neue Einschätzungen von einigen Großbanken über die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr. Und was sehr, sehr auffällt, ist, dass diese Unsicherheit auch für die Experten bei den Großbanken ja, sehr stark ist. Sie sind alle sehr vorsichtig bei den Vorhersagen sozusagen. Die Niederlande sind eine offene Volkswirtschaft und deshalb auch eine betroffene Volkswirtschaft, mehr als andere Länder. Das heißt, wenn es gut geht, geht es den Niederlanden gut, geht es schlecht weltweit, dann spüren wir hier das sicherlich auch. Und das ist etwas, was man natürlich in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt nicht ändern kann, vermutlich auch nicht ändern will. Die Niederlande haben auch sehr stark profitiert von guten Zeiten wirtschaftlich gesehen der Weltwirtschaft. Ja, in welcher Form sieht dann ja, das Comeback aus, würde ich fast sagen, ne? Ist es ein V-Form, U-Form oder L-Form? Viele haben natürlich gehofft, dass es eine V-Form sein würde. Das heißt, ein schnelles Comeback. Das ist im Moment schwer einzuschätzen. Ich denke, wenn ich so die Szenarien von mehreren Großbanken lese, ist es Tendenz eher U-Form. Haben wir als Wirtschaft, als Gesellschaft Pech, dann könnte es auch mal ein L-Form sein. Das bedeutet eine deutlich längere Zeit für diese Wiederherstellung. Also das zeige ich Ihnen in den kommenden Folien. Erst nochmal das Phänomen, dass natürlich auch jede Privatperson berührt, würde ich sagen, das sind die Einkommensverluste. Da sehen Sie hier schon, wie das kurz vor dem Sommer eingeschätzt wurde von der Rabobank, wo Sie auch sehen, dass das vor allem in den Vereinigten Staaten sehr starke Einkommensverluste sein würden, die vermutlich noch stärker sind im Moment im August als damals im Mai, Juni. Aber dass Privatpersonen, dass Familien das spüren werden, ist ganz deutlich. In den Niederlanden haben vor allem die Dienstleistungsbranche und die Gastronomie die Staatshilfe genutzt. Ein schönes Vorspiel, ein Beispiel, welche Fehler es mal geben kann in den beiden Sprachen. Gift auf Niederländisch bedeutet Geldspende auf Deutsch. Hier sehen Sie ganz deutlich mit Orange, dass die Gastronomie und auch die ZDF, das sind die Sachleger-Dienstverleihungen, also die Unternehmensberater im weiten Sinne, wie die Staatshilfen auch brauchten. Teilweise waren es auch Steueraufschübe und Anleihen. Sehen übrigens auch, dass es Branchen gegeben hat, die kaum diese Staatshilfe genutzt haben, obwohl sie es vielleicht hätten nutzen können. Aber hier sehen Sie die zwei Branchen, die es am meisten deutlich brauchten. Gehe vielleicht etwas schnell durch die Folien, aber gut, Sie haben schon gehört von Frau Koll, dass Sie auch diese Präsentation später noch bekommen werden. Wenn Sie das ruhig nochmal zurücklesen. Deutlich, eine Rezession ist unvermeidbar. Und das hier sind Jahres, Quartalzahlen, Entschuldigung. Man erwartet auch wieder, dass
dass der Aufschwung wieder kommt. Aber im Moment spürt man das schon, dass es einigen Branchen deutlich schlecht geht und dass wir abwarten müssen. Das ist nicht ein niederländisches Phänomen, das sehen wir in sehr vielen Ländern. Dieser Aufschwung gibt es dann 2021 laut Forecasts bei Großbanken. Aber Sie sehen hier natürlich, ich habe schon gesprochen über eine offene Volkswirtschaft. Wenn Sie hier bei Export und Import mal schauen, dann sind das natürlich für 2020, Entschuldigung, sind das forecastgemäß schlechte Zahlen. Da brauche ich nicht lange darüber zu sprechen. Dass es dann wieder Aufschwung gibt, wie man es so einschätzt, in 2021 ist natürlich sehr gut. Die Frage bleibt natürlich, welche Firmen, wie viele Unternehmen mit diesem problematischen Jahr umgehen können. Haben die ja genug finanzielle Möglichkeiten, das mal 3, 4 Quartale zu überleben? Das ist die Frage. Ja, Aufschwung und Pleitezunahme in 2021. Das war in den Niederlanden einigermaßen eine Überraschung. Viele hatten gedacht, dass eine deutliche Pleitezunahme schon im zweiten und dritten Quartal geben würde. Das zeigt sich im Moment noch nicht so ganz deutlich. Zur rechten Seite sehen Sie hier die Erwartungen, wenn es geht um die Pleiten. Da erwartet man eher, dass es im ersten Quartal 2021 deutlich zunehmen wird. Wie gesagt, es gibt Unternehmen, die schaffen das ein paar Quartale schlechten wirtschaftlichen Konditionen, aber nicht, sicherlich nicht alle schaffen das 1, 2 Jahre lang. Rückgang makroökonomisch war natürlich schon im zweiten Quartal vor allem. Und da bekommen wir, ich glaube, nächste Woche die neuen Zahlen für Juli und ja, so Mitte Oktober die Zahlen für das dritte Quartal. Also da müssen wir noch darauf warten. Aber man muss damit rechnen, dass es auch natürlich im Quartal 3 schlecht aussieht, wenn man es vergleicht mit dem dritten Quartal aus 2019. Geht aber davon aus, dass natürlich mit den Lockerungen, die es gegeben hat, ab dem 1. Juni und ab dem 1. Juli, dass die Zahlen für das dritte Quartal nicht so schlecht aussehen wie fürs zweite Quartal. Was bedeutet das? Darüber kann man sehr lange sprechen, darüber kann man sehr viele Analysen lesen. Da habe ich mich hier beschränkt auf einigen Informationen, die für Sie hoffentlich interessant sind, die etwas sagen über die Volkswirtschaft, über wie die Bürger sich benehmen sozusagen. Und da ist natürlich ganz deutlich, hier sehen Sie Zahlen aus dem Zeitraum vom 18. bis 24. Juli, also ziemlich aktuell, dass es kaum elektronische oder deutlich weniger elektronische Zahlungen von Niederlanden in Europa gegeben hat. Und wie Sie vielleicht wissen, sind elektronische Zahlungen für Niederlande völlig normal. Da gibt es deutliche Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Für niederländische Bürger ist es völlig normal, ja, kontaktlos, kontaktarm, nicht mehr mit Bargeld zu bezahlen. Und Sie sehen auch, wie natürlich, es geht um Tourismus, die Niederländer weggeblieben sind aus den südeuropäischen Ländern. Transaktionen, also elektronische Zahlungen und Geldaufnahmen in In- und Ausland. Da sehen Sie, dass das im Ausland minus 42% ist, wenn Sie das vergleichen mit Anfang März. Aber dass es sogar in den Niederlanden schon wieder höher liegt als vor 5 Monaten. Also diese Fokussierung, würde ich sagen, auf den Niederlanden ist sehr stark geworden. Es ist niedrig gewesen im April. Viele Menschen sind zu Hause geblieben, haben quasi nur im Supermarkt bezahlt. Das stimmt nicht genau, was ich sage, aber das war so zu skizzieren. Und da sehen Sie schon, wie das eigentlich ab Mitte Mai, Juni wieder in
Richtung dieser 0%-Linie gegangen ist, also vergleichbar wie das in der vor Corona-Zeit war. Wichtiges Thema, ich habe schon gesprochen über Einkommensverluste für Bürger. Wichtiges Thema ist natürlich Arbeitslosigkeit, die war kurz vor Corona sehr niedrig, lag damals bei 2,8, 2,9%. Die hat natürlich zugenommen, würde ich sagen, natürlich wie in fast allen Ländern, ist aber noch immer relativ niedrig. Letzter Stand bei ungefähr 4,3%. Da ist es wahrscheinlich am besten mal abzuwarten, wenn wir die neuesten Zahlen haben oder Zahlen aus Oktober zum Beispiel, wie es dann aussieht. Aber es sieht so aus, als ob die Arbeitslosenquote noch überschaubar bleibt, obwohl es natürlich, ja, man könnte auch sagen, es hat eine Steigerung von 40%, wenn man das vergleicht mit 2,8% im März. Aber wenn natürlich solche Zahlen vergleicht mit den Zahlen aus anderen europäischen Ländern oder aus den Vereinigten Staaten, dann, ja, dann ist das schon eine ganz andere Wirklichkeit in den Niederlanden. Ja, was sind die Erwartungen? Das ist für Sie, denke ich, als Unternehmer oder als Berater auch wichtig. Da sind erstens eher makroökonomisch gesehen die Logistikkennzahlen hoffnungsvoll. Es gibt mehr Containerumschläge im Hafen Rotterdam und es gibt eine Trendwende bei den Luftfrachtzahlen. Die sind für die Normalbürger vielleicht so wichtig, aber die sind normalerweise wirtschaftlich frühzyklisch. Also da sagen auch die Analysten bei den Großbanken, dass das hoffnungsvolle Zahlen sind. Die Containerumschläge, wie gesagt, werden besser. Die sind jetzt wieder auf der 0%-Linie. Jetzt bedeutet im Juni, hier sehen Sie die Zahlen aus Rotterdam. Insgesamt sind die Zahlen für den Rotterdamer Hafen natürlich noch negativ, aber ich würde sagen, die erste Verbesserung ist da. Und hier sehen Sie, dass die Luftfrachtzahlen noch nicht positiv sind im Vergleich zu 2019. Aber ich denke, es ist schon berechtigt, wenn man hier von einer Trendwende spricht. Bin sehr gespannt, wie die Zahlen für Juli aussehen. Wenn das dann deutlich wieder in Richtung dieser 0%-Linie geht, dann bestätigt das schon ja, die Hoffnung, die es bei Ökonomen gibt. Dennoch, die Großbank ING bleibt weltweit und makroökonomisch vorsichtig. Da gibt es längere Analysen natürlich, als was ich Ihnen hier zeige. Zwei Zitate wollte ich doch gerne auch an Sie weiterleiten. Erstens, die V-förmige Erholung nach der Lockerung des Lockdowns droht sich aufzulösen. Das ist eine Warnung quasi der Großbank. Und die Erholung ist zum Teil eine Frage des Aufholens. Und dies ist kein dauerhafter Faktor. Also das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Es könnte also mal sein, dass vielleicht im August, September wieder eine ja, Stabilisierung im besten Sinne oder vielleicht einen kleinen Rückgang geben könnte. Das müssen wir abwarten. Laut der ING Bank halten die Wirtschaftszahlen die Hoffnung auf eine V-förmige Erholung wach, aber hochfrequente Daten und das zunehmende Risiko neuer Sperren werfen die Frage auf, wie lange die Wirtschaft über Wasser bleiben wird. Können wir als AHK-Mitarbeiter natürlich nicht bestätigen oder bestreiten, das müssen wir auch abwarten, wie das makroökonomisch aussieht. Wie gesagt, die Zahlen für das zweite Quartal werden wir wahrscheinlich nächste Woche bekommen vom Statistikamt. Die ING Bank geht davon aus, dass der Rückgang wesentlich stärker ausfallen wird als im ersten Quartal, weil natürlich im ersten Quartal, wie gesagt, so bis zum 10., 15. März waren die kontaktbeschränkenden Maßnahmen nicht in Kraft, während sie für den größten Teil des zweiten Quartals in Kraft geblieben sind. Die Erwartungen
fürs Bruttoinlandprodukt der Niederlande sind dann für dieses Jahr minus 6%, nächstes Jahr fast plus 3% und ja, kleines Wachstum 2022. Das, wie gesagt, sind also Makrozahlen, Forecasts seitens der ING Bank. Ich zeige Ihnen noch einige Seiten, die eher juristisch geprägt sind. Also ich bitte um Verständnis, dass ich da nicht zu viel darüber sagen kann. Das hier ist der Stand am 13. März, Mai, Entschuldigung, 13. Mai. Es gab große finanzielle Hilfen seitens des niederländischen Staats. Es gab ein zweites Paket später, ab August, glaube ich. Und ja, da gab es mehr Bedingungen für die Unternehmen. Aber die ersten Hilfen, die kamen sehr schnell. Die wurden auch sehr geschätzt von vielen Unternehmen, nicht nur individuell, aber auch viele Unternehmerverbände waren sehr positiv über die Maßnahmen, in diesem Sinne über die Maßnahmen der Regierung. Die fühlten sich auch wirklich unterstützt. Auch die vielen Selbstständige in den Niederlanden, wie Sie vielleicht wissen, gibt ungefähr 7,5 Millionen Arbeiter in den Niederlanden. Ungefähr 1,2, 1,3 Millionen sind Selbstständige, Solo-Selbstständige. Also das ist eine ganz große Gruppe bei der ganzen Arbeitsbevölkerung sozusagen. Und auch die bekamen finanzielle Hilfen seitens des Staates. Natürlich mussten Unternehmen da, es gab gewisse Voraussetzungen, gewisse Bedingungen, da mussten Unternehmer zeigen, was normalerweise die Umsatzzahlen normalerweise aussahen. Und ja, dann gab es da eine Berechnung seitens des Finanzministeriums, des Finanzamtes. Zeitraum von 3 Monaten, wie gesagt, 90% der Personalkosten wurden erstattet in diesem Zeitraum. Da hat es Kritik gegeben, aber grundsätzlich nicht so ganz stark. Und es hat natürlich auch Länder gegeben, die überhaupt nicht 90% der Personalkosten erstatten wollten oder konnten. Also das war schon im Allgemeinen positiv und hat auch sehr viele Unternehmen durch diese schwierige Zeit geholfen, sichtlich im April und Mai. Dieses NOW-Verfahren ist noch immer wichtig. Also wenn Sie über eine niederländische Niederlassung verfügen oder Sie beraten Unternehmen, die das haben, dann, ich denke, zur Zeit im August sind die schon mit dieser Regelung bekannt, aber das NOW-Verfahren ist, wie gesagt, wichtig. Ich zeige Ihnen in der nächsten Folie auch einen Link zu der Webseite der Behörden, wo Sie das alles noch nachlesen können, beziehungsweise es antragen können. Es ist beim zweiten Paket, NOW2, sind die Voraussetzungen strenger. Da hat es Kritik gegeben bei einigen Unternehmen, weil man sagte, man kann nicht erwarten, dass wir im dritten Quartal direkt wieder den Weg hochgefunden haben. Aber man muss das natürlich im finanziellen Sinne einigermaßen beschränken, weil sonst wäre das wirklich so viel staatliche Hilfe, dass das wäre auch nicht machbar für den niederländischen Staat. Wie gesagt, wir reden von Überbrückungsgeld, wir reden von einmaliger Leistung, wie zum Beispiel 4.000 Euro für besonders betroffene Unternehmen wie Gaststätten. Und ja, diese Erweiterung der staatlichen Bürgschaften für die Aufnahme von Darlehen sind alle Strahlungsaufschub für Steuern auch sehr wichtig, sind alle Maßnahmen, die Unternehmen und Unternehmern auch sehr geholfen haben. Und das hängt natürlich auch zusammen mit noch der relativ niedrigen Arbeitslosenquote. Viele haben ihre Mitarbeiter nicht gekündigt. Also das ist etwas, was wir in den kommenden Monaten mal schauen müssen. Ich würde fast sagen, monitoren müssten auch als AHK,
wie sich das entwickelt, wirtschaftlich und natürlich auch dadurch gesellschaftlich. Hier sehen Sie den Link auf Englisch. Diesmal macht sich gut. Ich vermute, dass das etwas einfacher ist für Sie als auf Niederländisch. Bei diesen finanziellen Hilfen, bei den arbeitsrechtlichen Maßnahmen, möchte ich absolut empfehlen, dass Sie das mit einem Juristen besprechen. Wenn Sie noch keinen Juristen in den Niederlanden kennen, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Aber vielleicht, dass Ihren festen Juristen oder Anwalt in Deutschland auch mal eine Verbindung hat zu einer niederländischen Kanzlei, wo man sie unterstützen kann. Hier sehen Sie nochmal meine Kontaktdaten und für die juristischen Fragen auch die Kontaktdaten meiner Kollegin Ulrike Tudika. Können Sie uns gerne kontaktieren. Wie gesagt, in dieser Präsentation haben Sie eher, denke ich, eine etwas grobe Skizzierung bekommen. Ich bin nicht auf alle Branchen eingegangen, aber Sie können sich gerne mit uns das besprechen, wie das für Ihre Branche aussieht, wie es für Ihr Unternehmen aussehen würde, wenn Sie Geschäfte machen in den Niederlanden oder Richtung der Niederlande gehen möchten. Das ist fast eine psychologische Frage, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Das muss jeder für sich selber, denke ich, entscheiden, wie er oder sie mit negativen Zahlen umgeht. Für uns als AHK-Mitarbeiter und auch im Allgemeinen für eine Außenhandelskammer, wir informieren. Das machen wir natürlich makroökonomisch, aber auch branchenspezifisch. Das muss man richtig analysieren. Und jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin sollte selber entscheiden, wie er oder sie sich beeinflussen lässt von solchen Mitteilungen oder Vorhersagen. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich dazu im Allgemeinen mich nicht äußern kann. Das wäre zu stark.